Winsala, super. Doch, kann ich nur weiterempfehlen. Was ich auch ganz toll finde, ist auch, dass es hier viele Spielplätze überall dazwischen gibt. Wenn man mit den Kindern unterwegs ist, dass man zwar länger braucht für den Weg, aber die Kinder haben wenigstens ihren Spaß dann. Wir haben eigentlich alles da, was wir brauchen. Kurze Wege, viel Grün. Also ich bin zumindest zufrieden. Also ich wohne hier unten und da ist ein Park drumherum und für die Kinder sind enorm viele Spielmöglichkeiten da. Eigentlich gut, ich wohne hier schon 30 Jahre. Winsala wird von der Mehrheit der Anwohner als attraktiver und lebenswerter Stadtteil wahrgenommen. Das ergab auch die Mieterbefragung, die Professor Dr. Ulrich Lakemann von der Ernst-Abbe-Hochschule im Auftrag von Jena Wohnen durchgeführt hat. Bereits seit 2005 fragt das Unternehmen seine Mieter alle 4 Jahre nach der Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation und dem Wohnumfeld. Dafür wurden im vergangenen Sommer exakt 3.301 Haushalte angeschrieben. Inzwischen sind die Ergebnisse ausgewertet und zeigen einen deutlich positiven Trend. Also wir haben, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Ergebnis, seit 2005 für Winsala einen sehr, sehr positiven Trend und zwar einen kontinuierlichen Trend in der Einschätzung der Kosten für die Wohnung. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Ergebnis auch, weil Miethöhen haben sich verändert. Ja. Trotzdem ist also nach wie vor über die ganze Spanne, in der wir diese Untersuchungen durchgeführt haben, die Zufriedenheit mit den Kosten, die die Wohnung verursacht, sehr, sehr hoch. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein Trend, der kontinuierlich sich durchzieht. Des Weiteren ergab die Mieterbefragung, dass die Winsalaer sowohl mit ihrer Wohnsituation als auch mit der Umgebung im Stadtteil sehr zufrieden sind. Jena Wohnen als Vermieter wurde in der großen Mehrheit sehr positiv beurteilt. 81% der Befragten gaben dahingehend an, bisher gute oder sehr gute Erfahrungen gemacht zu haben. Verbesserungsbedarf gibt es laut den Umfrageergebnissen hingegen bei den Themen Sauberkeit und Sicherheit. Und auch punktuelle Sanierungen stehen auf der Wunschliste der Anwohner. Trotzdem die Zufriedenheit mit dem Stadtteil dennoch recht hoch ist, fehlt Winsala nach wie vor ein wichtiges Detail. Ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt. Die Einrichtung eines Stadtteilzentrums steht daher ganz oben auf der Wunschliste von Ortsteilbürgermeister Friedrich Wilhelm Gebhardt. Also das Stadtteilzentrum ist notwendig für Winsala, weil die Vereinslandschaft relativ groß ist. Weil die Notwendigkeit für die Vereine, gerade in so einem Zentrum, sich gemeinsam zu engagieren, ganz wichtig ist und dass viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren eigenen Bedürfnissen an vielen Stellen nach Lobeda gehen und in die Aulas gehen. Und all das sollte man, das ist mein Wunsch, gerade in einem Stadtteilzentrum, so wie es Lobeda hat, auch leben können. Professor Dr. Lakemann unterstreicht die Bedeutung von Mieterbefragungen. Diese machen es dem Vermieter möglich, Nöte und Verbesserungsvorschläge festzustellen und darauf zu reagieren. Im Grunde zeigt ja die Mieterbefragung, dass der Vermieter an der Meinung seiner Mieterinnen und Mieter sehr interessiert ist. Ja, also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Das heißt also, die Leute, die dort wohnen, die werden sehr ernst genommen. Und der Fragebogen ist auch nicht gerade kurz. Das heißt also, es wird sehr detailliert abgefragt. Und ich finde, das ist eine hohe Wertschätzung, die den jeweiligen Haushalten da entgegengebracht wird auch. Ja. Natürlich, Veränderungs- und Verbesserungsbedarf gibt es immer. Aber die positive Entwicklung, die Winsala in den vergangenen Jahren durchlebt hat, zeigt, dass sich der Stadtteil samt Wohnungen und Wohnumfeld in die richtige Richtung entwickelt.